Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier heute zu einem weiteren Kollektiv-Reading. Und es ist so, so schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Für alle, die neu dazugekommen sind, für alle neuen Abonnenten, herzlichen Dank für dein Vertrauen, für dein Abo und herzlich willkommen hier in unserer so wunderbaren Community, die immer mehr wächst und wächst. Und nochmal kurz ein Lob an euch. Lese natürlich alle Kommentare, habe, meine ich, jetzt auch wirklich geschafft, alle zu Herzen von den letzten drei Videos, weil ihr wisst, ich nehme mir da wirklich Zeit, gerade wenn ihr etwas mehr schreibt, weil ich mich da einfach in die Situation hinein nochmal reinfühle. Und ja, das geht mir ja auch nahe, ne? Ich mache mir Gedanken darüber und ich schicke dann immer zum höchsten und besten Wohle aller Beteiligten in dieser Situation wunderbare Energien, ne? So wie die Lichtwesen, eure eigenen geistigen Mentoren, die euch begleiten, dann auch intervenieren dürfen, ne? Denn Einschreiten in den freien Willen eines Menschen, auch eines Herzensmenschen, dürfen wir niemals. Aber wir dürfen die Engel und Schöpfung darum bitten. Ne? Und ich meine, ich habe alle geherzt. Wenn ich das doch irgendwo, wenn es irgendwo untergegangen ist, dann schreibt mir kurz: Hey Andrea, ich habe noch kein Herz hin. Ne? Hast du meine Nachricht überlesen? Aber ich meine, ich habe alle geherzt. Dabei habe ich also auch wieder mal gesehen, ich freue mich immer, wenn ich es sehe, dass ihr wieder untereinander kommuniziert habt. Und das ist so große Klasse, wie ihr euch da aufbaut. Und ganz toll, macht weiter so, unbedingt, ja. Kurz vorab, zwei oder drei Dinge. Ich muss selber gerade kurz überlegen. Zum einen hoffe ich sehr, dass ihr jetzt wieder wöchentlich von mir hört. Das war jetzt in letzter Zeit wieder eher ungefähr im Durchschnitt alle 12 Tage. Das liegt daran, weil ich wieder ganz viele Seminare derzeit am Laufen habe und auch dieses Wochenende. Und dazu brauche ich natürlich auch immer Zeit, neben meinen täglichen persönlichen Readings, die ich auslege für euch, dass ich diese Seminare vorbereite. Und dann kommt das manchmal ein bisschen kurz mit dem Collective-Reading. Ja, ich schaue, dass ich das ab nächster Woche wieder wöchentlich hinbekomme. Manchmal, wer weiß, vielleicht sogar, dass hier und da dann auch mal zwischendurch ein Video erscheint, wenn es doch irgendwie so eine Eilmeldung ist von deinem Herzensmenschen an dich. Und dann werde ich hier sicherlich auch mal zwischendurch, nicht nur wöchentlich, sondern zwischendurch auch mal auslegen. Genau, dann die liebe Tanja Z. Tanja, hier Clary genannt. Du weißt, dass ich deine Nachricht erhalten habe, dass ich sie natürlich schon gelesen habe, dass ich dir noch nicht antworten konnte, aber das werde ich dann in deinem persönlichen Reading machen, ist ja nicht mehr so lang. Und ich wollte dir nochmal ja, von Herzen Danke sagen, denn die liebe Tanja hatte mir ich zeige euch das mal, diese zwei süßen Elefanten zum Geburtstag im Mai geschickt. Also so, so süß. Und Tanja, wie du siehst, sind so schön ineinander verschlungen. Tanja, sie haben auch den Umzug überlebt, ne? Weil ich hatte sie ja schon ausgepackt gehabt aus dieser tollen ursprünglichen Verpackung. Ich wusste ja nicht, dass ein Umzug noch folgen würde. Und das, ja, kam mir alles so plötzlich und unerwartet. Und ich habe sie wirklich gut verpackt, denn die haben den Umzug überlebt und werden uns jetzt hier auch eine Zeit begleiten, weil Tanja schrieb auch, dass die Elefanten auch ja, die Liebe symbolisieren und gerade diese zwei Verschlungenen hier halt miteinander. Und da möchte ich euch auch eine ja, ganz private Geschichte von mir erzählen, weil ich finde, das passt so schön irgendwie zu den Elefanten, die jetzt wieder miteinander vereint sind, ja, also wieder miteinander vereint. Die Rüssel von den beiden sind miteinander vereint, in Liebe sind sie miteinander vereint. Und genau, warum möchte ich das mit euch teilen? Ihr seid so wundervoll und teilt seit Jahren hier mit mir eure Story. Ja, das, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr erlebt, was ihr durchmacht, wo ihr glücklich seid, dass es dann doch wieder zu einem Comeback kam. Und da möchte ich jetzt ganz gerne mal kurz meine Geschichte mit euch teilen. Und zwar, ganz viele von euch haben immer mal wieder geschrieben, auch per E-Mail und gefragt und gesagt: Andrea, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dir im Bereich Liebe irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
Und ja, ich sag mal so, ich habe auch meine Zeit gebraucht, um das dann auch mit euch zu teilen. Und aber auch, weil es immer so, ja, so, wie soll ich euch das erklären? Es war so undurchsichtig für mich selbst, ja. So, ich tapste selbst noch etwas im Nebel und wusste nicht, ja, ist es vorbei oder gibt es da doch bei uns noch eine Chance für uns, ein Comeback und so weiter? Und zwar mit meinem Ex-Partner. Ne? Also ganz viele von euch haben das ja verfolgt seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar. Und genau, haben mitbekommen, dass ich ja damals auch ganz happy war. Und das Ganze zwischen ihm und mir ist aber seit letztem Jahr vorbei. Ja, wir hatten uns letztes Jahr dann getrennt. Es kam aber tatsächlich auch noch mal zu einem Comeback, zu einem Versuch, den wir gestartet haben und mussten feststellen, dass es aber irgendwie immer wieder scheiterte. Es sollte nicht sein, es ist ein Seelenpartner gewesen, der in meinem Leben war, wo er mit Sicherheit mein Leben ein Stück weit bereichert hat und ich auch seins. Und umgekehrt war für uns beide, denke ich, irgendwann die Beziehung nur noch ja, toxisch, ungut, hat uns eher Energie genommen als gegeben. Und es war ziemlich klar, dass das nicht mehr der Weg ist. So habe ich dann den Schlussstrich endgültig dann gezogen. Also wir haben Anfang des Jahres einfach gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und ja, Zeit vergeht und die Zeit heilt Wunden. Und ich denke, als ich im Juni dann auch noch mal, also zu meiner ganzen Energielosigkeit mit allem, was da bei mir war und anstand und ich Corona hatte und kam, ne, waren da auch noch die Nachwirkungen einfach von dieser Trennung, weil wir hatten viele Pläne, wie gesagt, die von euch, die die letzten 2 Jahre so mitverfolgt haben, wenn ich so ein bisschen aus dem privaten Bereich erzählt habe, haben mitbekommen, dass wir viele Pläne hatten, die immer wieder gescheitert sind, Dinge, die immer wieder aufgeschoben worden, verschoben worden und das sollte einfach nicht sein. Und ich möchte euch mit meiner Geschichte Mut machen, denn zum einen, haltet nicht zu stark an Dingen fest, wo ihr merkt, dass es wirklich euch sehr viel Energie nimmt, ja, dass es irgendwie toxisch ist und dass, ja, dass ihr einfach merkt, dass wie das Leben und das Universum und auch eure geistigen Mentoren eigentlich immer wieder eingreifen und sagen, nein, das soll nicht sein, nein, das ist es nicht. Das merkt ihr daran, dass ähnlich wie bei meiner gescheiterten Beziehung die Dinge einfach nicht passieren wollen. Sie geschehen einfach nicht. Man kann noch so viele Pläne machen und es funktioniert nicht. Es klappt nicht. Ne? Also die Lichtwesen, die Schutzengel, die greifen da immer wieder ein, um zu zeigen, das ist es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht das fürs Leben. Das ist für eine Zeit. Man hat miteinander Lernaufgaben und man darf daran wachsen. Und dann war das für eine Zeit und man darf die Wege dann auch wieder getrennt gehen. Ne? Genau. Und das, wenn ihr wirklich merkt, es tut einfach nicht gut. Ja? Wenn aber, und jetzt kommt meine Mutmachgeschichte, wenn aber ihr merkt, dass euer Herz, egal wie viele Jahre vergehen, immer an einem Menschen hängt, ja, wo ihr vielleicht von eurem Umfeld immer wieder hört, jetzt lass doch mal komplett los. Das kann doch nicht sein, dass du diesen Menschen immer noch nach so vielen Jahren in deinem Herzen trägst. Und ne, mein Gott, was vorbei ist, ist vorbei. Aber du spürst, dass du da nicht loslassen kannst. Oder du bist in einer Verbindung mit einem Menschen und spürst, dieser Mensch tut dir ja nicht schlecht. Es tut dir vielleicht schlecht, dass ihr diese Liebe in dem Augenblick nicht leben könnt, aber du spürst das, wenn du mit diesem Menschen zusammen bist. Und manchmal ist es so, vielleicht ist dieser Mensch auch noch gebunden, ja, und deswegen geht das nicht. Dann spürst du aber, dass wenn ihr zusammen seid, dass du voller Energie rausgehst und dieser Mensch auch, dass ihr euch gut tut, ja, dass da Liebe ist. Und es sind ja viele von euch, die mir zuschauen, die seit vielen Jahren in einer Seelenpartnerschaft drin sind, einfach merken, ich kann da nicht loslassen, nicht richtig. Solange es sich für dich richtig anfühlt, dann würde ich sagen, ist es egal, was andere sagen. Solange du spürst, du hast da auch Energie und möchtest die Zeit investieren, daran festzuhalten, an diesen Menschen, dann bleib dran. Ganz wichtig ist nur, dass du deinen Weg weitergehst. Ja, dass du lebst, dass du den Fokus bei dir hast, dass du
was auch immer du dir vorgenommen hast für deinen Seelenplan, ja, dass du das auch umsetzt. Wir erinnern uns ja, unsere Seele erinnert sich immer ganz sacht und ganz dumpf an den Seelenplan. Ja, hatte ich jetzt wieder ganz viele persönliche Readings ausgelegt, wo das so schön sichtbar war, dass die Seele sich gerade wieder so schön, gerade wir sind hier im Aufstiegsprozess, fünfte Dimension, dass die Seele sich doch daran erinnert, hey, Moment mal, ich bin doch hier für so viel mehr, als einfach nur jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehen, dann die 8 Stunden da abzusitzen, in diesem Hamsterrad gefangen zu sein, wieder nach Hause zu gehen. Ne? Das spüren ganz, ganz viele von euch. Das ist so schön, das auch in den persönlichen Readings zu sehen. Und da mache ich euch auch Mut, ne? Da pushe ich auch und schaue, hey, was ist es denn, was deine Seele da gerade möchte und braucht, wonach sie strebt? Also gehe weiter deinen Weg, und das bedeutet auch, dass du in dieser Zeit dich öffnest, dein Herz öffnest für einen anderen Seelenpartner, denn wir haben ja nicht nur einen, wir haben ja mehrere Seelenpartner, und das verstreut auf der ganzen Welt. Also lebe weiter, warte nicht auf diesen Menschen, den du liebst, indem du da irgendwie ja, gefühlt in so einer Warteschleife bist und wartest, bis dieser Mensch irgendwann dann den Hörer abnimmt. Ne? Nein, gehe den Weg weiter, lebe dein Leben, wirklich jeden Tag. Jeder Tag ist so kostbar, lebe jeden Tag so, als sei es dein letzter. Lebe jeden Tag dein Leben voller Leidenschaft, voller Freude, voller Leichtigkeit. Ja? Und ja, es gibt auch mal ungute Momente, und ja, nicht immer sind wir stark, und ja, wir fallen auch mal in ein Loch. Wichtig ist, das Mindset zu besitzen, zu sagen, hey, ich kann es schaffen, ich komme da wieder raus, ja, und holst dich immer wieder raus, indem du dich am eigenen Schopfen hochziehst und gehst weiter, öffnest dich für neue Bekanntschaften, für neue Freunde, für das Leben, ja, genieße dein Leben, und tief in dir, ja, da trägst du diesen einen Menschen in deinem Herzen, und du hast diese Tür dann niemals ganz verschlossen, ja. Und das ist okay so, denn du weißt ja nicht, was das Leben für euch noch bereithält. Und so war es bei mir tatsächlich. Ich habe, als ich noch viel jünger war als jetzt, ich bin ja so langsam, komme ich ja jetzt hier auf Ende 30 doch zu, ne? Also hier auf die 40 zu, so rum. Genau, und damals war ich Mitte 20. So, vor 10 Jahren habe ich mich damals entschieden, mich von einem Partner zu trennen, von einem wunderbaren Seelenpartner, und zwar, weil ich einfach noch unreif war. Und ich habe Dinge gemacht dann, die diesen Menschen sehr verletzt haben. Und er hatte trotzdem nie ganz losgelassen. Und wir sind dennoch getrennte Wege gegangen. Und ab und zu gab es einen ganz oberflächlichen, sporadischen Kontakt in diesen letzten 10 Jahren. Ne? Wenn dann jeder von uns dann Single war. Natürlich hatte jeder von uns dann einen neuen Partner. Und in dieser Zeit halt auch mehrere Partner. Ne? So. Und dieser sporadische Kontakt, der da war, zeigte schon, so ganz lässt man voneinander aber nicht los. Und Leute, ich sag euch, es ist so schön, es ist wirklich wie ein Wunder, wenn sowas dann passiert. Wir haben uns nach 10 Jahren wieder getroffen, und es war einfach der schönste Abend seit, also bei uns beiden seit langem. Es war so vertraut, und es war, als hätte man sich niemals getrennt, und es waren 10 Jahre. Also was in der Zeit alles passiert ist, was jeder von uns an Erfahrungen erlebt hat, durchgemacht hat, sich entwickelt hat, entfaltet hat. Und das Interessante war, wir haben uns dennoch vom gesamten Mindset, von unserer Lebenseinstellung total parallel zueinander gleich entwickelt, aber 1:1. Als hätten wir immer Kontakt gehabt und hätten uns gleich entwickelt. Und diese Vertrautheit, die da war, und damit dann auch mit dem ersten Kuss, als er mich das erste Mal küsste, und ich dachte mir, mein Gott, es ist einfach wie damals vor 10 Jahren, und das Gleiche hat er auch empfunden. Und dann, wie er immer wieder sagte, auch mein Eigengeruch, es hat sich einfach nichts verändert, es war alles so vertraut, und es ist einfach eine wunderschöne Wiederbegegnung gewesen, und wir sind jetzt zusammen, wir sind wieder wie diese 2 Elefanten vereint. Und ja, dafür hat es gebraucht, dass ich irgendwann verstanden habe, dass als meine andere letzte Beziehung letztes Jahr gescheitert ist, und das immer und immer wieder, dass das die Zeichen waren, dass es das nicht sein sollte. Es war halt ein Seelenpartner, der nur für eine Zeit da war, ein karmischer Lernpartner, wie auch immer. Ja, und der Partner, der in mein Leben gehört und sein sollte. Und ja, wenn Schöpfung das so möchte, das Leben, wir diesen Weg jetzt wirklich bis zum Ende gemeinsam auch gehen können, Hand in Hand, Seite an Seite, ist erneut in mein Leben getreten. Und
Ich weiß um eure Geschichten und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch, also mindestens 80%, in einer Verbindung sind, wo sie schon länger von ihrem Seelenpartner nichts mehr gehört haben, wo der Seelenpartner auch in einer neuen Partnerschaft ist, ihr vielleicht mittlerweile sogar auch oder ihr nicht, weil ihr das nicht schafft, dann ist das so. Habt Vertrauen in dem, wichtig ist wirklich nur das Leben weiterleben. Ja? Habt Vertrauen, dass wenn es sein soll, werdet ihr euch wiederfinden. Es ist dann so, wenn das Leben es will, wenn ihr euch so verabredet habt, dann findet ihr euch wieder. Und interessant ist, ich habe in all diesen 10 Jahren nicht geheiratet, er hat auch nicht geheiratet. Er hat auch keine Kinder bekommen, kein Kind bekommen mit einer anderen Frau. Also es ist so, als hätten wir aufeinander gewartet und es ist unglaublich. Wir mussten auch schmunzeln die Tage. Weil da ist ja, kriegen sicher viele von euch auch mit, die Geschichte von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Da war es ja genauso. Im Übrigen, wir waren damals vor 10 Jahren noch weiter zurück. Wir waren 4 Jahre damals in einer Partnerschaft. Also wir waren verlobt. Ne? Und das bedeutet, vor 14 Jahren hatten wir uns verlobt. Und dann sollte es aber aus irgendeinem Grunde zu dem Zeitpunkt noch nicht sein. Und es war auch wichtig, dass es so war. Wir haben uns unabhängig voneinander total super entwickelt. Und wir merken einfach, wie wir uns jetzt eine so große Stütze sind. Und wie er auch immer sagt, egal in was, ich unterstütze dich in allem. Zusammen starten wir durch. Zusammen schaffen wir so viel. Und er schafft so viel. Und das ist so, so schön, weil ein Partner, der auch so daherkommt und so redet, ist, ihr wisst ja, ich bin Theta-Healerin. Da gibt es auch bei mir das Seminar für deinen Seelenpartner mit Theta Healing und das zählt unter der Kategorie von den Seelenpartner, der göttliche Lebensseelenpartner. Ne? Man erschafft zusammen Dinge dann, die für die Menschen gut sind und da bin ich sehr gespannt, was er und ich auch zusammen so auf die Beine bringen werden in Zukunft und ja, es ist einfach eine wunderschöne, reine Liebe, so total bedingungslos auf Augenhöhe. Und ja, wir mussten so schmunzeln, weil Jennifer Lopez und Ben Affleck, also die waren ja auch verlobt und dann wollten die auch heiraten und dann ist das damals irgendwie gescheitert und die waren 20 Jahre getrennt. Da war das dann so, es hat jeder geheiratet, jeder hat Kinder bekommen, um sich dann nach 20 Jahren wieder zu treffen und zu merken, hey, aber du bist es eigentlich immer gewesen und genau, also wir albern manchmal ein bisschen rum und dann sagt er zu mir G-Lo und ich sag, na, Ben, Affleck, also es ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Story, ne? Und wie gesagt, weil ihr so offen seid und mir auch alles so offen erzählt, ich lese eure Kommentare, eure Stories, war mir das jetzt so wichtig, das mit euch zu teilen, also ich bin happy. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch mit mir freuen und ich freue mich auch über jeden Kommentar, den ich in Zukunft lesen darf von euch oder vielleicht sogar schon heute unter diesem Video, wo ihr mir berichtet, hey Andrea, bei mir ist es auch so, ich bin da auch jemandem wieder begegnet oder in der Vergangenheit oder wie auch immer und in Zukunft, ja, dass es da eine Wiedervereinigung gab, ein Comeback für euch, wünsche ich jedem Einzelnen von euch von Herzen, von ganzem, ganzem Herzen aus der Tiefe meiner Seele. Ja, ihr Lieben, ich freue mich über Kommentare, auch gerne dazu unter meinem Video, wenn ihr mögt. Und wir fangen an, wir werden hier heute mit den Kipperkarten überwiegend arbeiten und wenn ich Klärungskarten benötige, werden wir sie hinzuziehen. Ich möchte aber ganz gerne vorher, also die Kipperkarten, ne, von Ciro Marchetti, ihr findet alle Karten, mit denen ich arbeite, in meiner Infobox. Unter diesem Video, wir schauen mit dem Heal Yourself Reading Cards von Eva Siegel mal nach. Was denn gerade bei deinem Gegenüber eine Rolle spielt, wichtig ist gerade, also was jetzt gerade da so an Energien ist. Und da bitte ich hier Erzengel Michael bitte um eine Karte, bewache dieses Reading hier für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten von Anfang bis zum Ende. Und lasst euch die Karten, die ich hier in der Hand halte, nur die höchste Wahrheit und die höchste Liebe hindurchsprechen. Was dürfen wir hier erfahren? Was ist da beim Gegenüber los? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, ich habe eine Karte. Dürfen wir mal fahren. So, wir gucken mal. Da bin ich auch sehr gespannt. Und wir haben Self-Love. Aha, okay. Self-Love. Also hier ist das eine Energie, die bei deinem Gegenüber ist, aber die spiegelt ihr euch. Ja? Es ist eine Energie, Selbstliebe, das scheint hier zu fehlen. Also es ist ein Thema. Es ist ein Thema, was ihr beide in euch tragt. Und dieser Mensch hier, so kommt mir das durch, also so von den Energien des Kollektivs, die meisten eurer Herzensmenschen haben damit zu tun, dass sie das, was wichtig gewesen wäre an Liebe, an Zuwendung, Aufmerksamkeit,
Aufmerksamkeit in der Kindheit nicht erlebt haben. Ja, nicht erlebt haben. Das hat dazu geführt, dass im Laufe der Zeit so ein Gefühl da war, des Mangels. Ja, ich bin nicht gut genug. Interessanterweise kommt mir hier gerade durch. Moment, ich muss mal gerade schauen. Ja, aus dem Rider-Waite-Tarot, die sechs der Münzen müssten das sein. Das ist die Karte, wo so zwei Personen und eine davon ist sehr verletzt an so einer Kapelle, an so einer Kirche vorbeilaufen durch den Schnee. Und genau das ist die Karte, die mir gerade gezeigt wird. Ne? Also da ist so ein Mangel, da herrscht ein Mangel in deinem Gegenüber. Irgendwie an Liebe erfahren zu haben, hat dazu geführt, dass er oder sie hier im Laufe des Lebens dann diese Selbstliebe nie spüren konnte. Es mangelt an Selbstwert und das führt dazu, dass dieser Mensch ja verschiedene Dinge im Leben macht. Zum Beispiel sich in eine Beziehung irgendwann reingestürzt hat, viel zu schnell, wo eigentlich gar keine wirkliche Liebe war, sondern es war mehr fürs Ego. Ja? Es war mehr, um Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen und hat vielleicht später ziemlich schnell gemerkt, verdammt, das war ein Fehler. Ja? Ist aber dann vielleicht schon so tief drin, dass dieser Mensch dann schon Kinder bekommen hat, mit diesem Partner geheiratet hat. Und das war aber alles nur darauf zurückzuführen, dass da einst ein Mangel war, wie so ein Loch, eine Leere in diesem Menschen. Deswegen wird mir wahrscheinlich auch diese Karte vom Rider-Waite-Tarot die ganze Zeit hier bildlich gezeigt. So eine Leere, so ein Mangel. Ja? Und das wiederum führte dann dazu, dass dieser Mensch entweder, ne, fühl hier mal rein in deine Situation, ich habe hier einige Reisegruppen, also in einer Partnerschaft drin ist, wo dieser Mensch dir immer wieder sagt, eigentlich liebe ich diese Person gar nicht und möchte da raus, ich weiß nur jetzt gerade nicht wie, weil ich jetzt Verpflichtungen habe und gebunden bin, ja. Oder dieser Mensch ist mit dir in einer Partnerschaft, ihr seid vielleicht sogar in einer Partnerschaft oder ihr seid in einem ständigen On-Off, weil dieser Mensch hier durch Mangel an Selbstwert und Selbstliebe immer wieder dahin geht zu glauben, nicht gut genug für dich zu sein. Ja? Oder glaubt vielleicht sogar, dass du viel zu viel immer erwartest von diesem Menschen, ja, weil dieser Mensch in der Kindheit erlebt hat, viel wurde immer von mir erwartet, ich musste leisten, um gut zu sein, um Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen und ich habe einfach die Faxen dicke, ich möchte das einfach nicht mehr, ja, und fängt an, in den Rückzug zu gehen, ne? Und du stehst dann da mit 100.000 Fragezeichen, weißt nicht, was habe ich denn jetzt getan, ja? Was aber auch sein kann, ist eine andere Situation, die ich hier habe, dass einige von euch, sobald sie selbst in die Selbstliebe, in den Selbstwert kommen, ja, du, die oder der mir zuschaut jetzt, ne, wenn du in die Selbstliebe kommst, in deinen Selbstwert, wirst du das ausstrahlen. Du wirst dieses Gefühl, ich bin schön, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, aussenden. Und das wird dazu führen, dass du automatisch dann gesunde Grenzen setzt. Weil wenn du in der Selbstliebe bist, wirst du Grenzen gesund setzen lernen. Ja? Du wirst nicht zulassen, dass man mit dir macht, was man will, dass man dich belügt, dass man dich auf eine Wartebank setzt. Du bist in deiner Selbstliebe. Jetzt habe ich hier für dich direkt auch die Herrscherin aus dem Rider-Waite-Tarot. Das kommt direkt durch, ja? Die Herrscherin. Du weißt um deinen Wert. Du weißt um deine innere Schönheit und deine äußere Schönheit. Und du weißt, dass du das nicht nötig hast, das mit dir machen zu lassen. Also kommst du hier in deine absolute Herrscherin-Energie, deine Selbstliebe, deinen Selbstwert, sendest das aus, strahlst es aus und weil du hier mit deinem Herzensmenschen ganz eng verbunden bist, energetisch und selig, ja, spürt dieser Mensch das und fängt an, hier dich auch ganz anders zu behandeln, ja, was wichtig ist. Also Selbstliebe ist hier bei euch ein ganz, ganz großes Thema, ja. Bei euch beiden möglicherweise bei deinem Herzensmenschen stärker als bei dir, aber es kann auch sein, dass es genau umgekehrt ist. Ne? Also da musst du für dich reinfühlen, ihr seid viele und das ist so die, ja, so die Hauptbotschaft, die Hauptenergie. Und wir schauen, ach so, ganz kurz, bevor wir jetzt mit den Kipperkarten schauen, liebe Bernadetta, du hattest bei mir vorgestern ein persönliches Reading. Du hast, also diese Info gilt jetzt an Bernadetta, aber an alle, sonst würde ich das jetzt hierüber nicht sagen. Bernadetta hatte mir geschrieben gehabt, dass sie ganz, ganz viele Zeichen sieht und in dem persönlichen Reading kam dazu jetzt nicht explizit etwas durch.
Deswegen bin ich da jetzt auch nicht intensiv drauf eingegangen. Und sie schrieb das dann in dem Feedback. Im Übrigen von Herzen danke für dein so wunderschönes Feedback zu deinem persönlichen Reading. Wow, also mir kamen echt die Tränen. Das war so, so schön. Und das wirklich hat mich so unheimlich berührt. Vielen, vielen Dank dafür. Du fragtest, warum du diese ganzen Zeichen siehst und was es zu bedeuten hat. Die ganzen Botschaften, die irgendwie durch Zahlen und Kennzeichen und zu dir kommen. Bei dem nächsten Kollektiv-Reading, ihr Lieben, werde ich zu Beginn euch dazu das erzählen, was mir vor einem Monat durchgegeben worden ist durch ein Channeling. Ja? Das wollte ich schon die ganze Zeit machen und ich komme irgendwie nie dazu. Oder ich vergesse es dann, wenn ich dann hier starte. Das werde ich beim nächsten Kollektiv-Reading machen. Ich werde euch das beantworten mit dem, was für mich durchkam. Ja? War sehr spannend und dann hoffe ich, Bernadette, hast du damit dann auch die Antwort für dich, ja? Okay, und es geht weiter mit dem, huch, ich bin gegen die Kamera gekommen, mit den Kipperkarten bitte ich hier um die höchste Wahrheit, anwesende Lichtwesen, höchste schöpferische Kraft. Ich bitte hier um 9 Karten für meine lieben Zuschauer, für meine Abonnenten. Wir haben hier einmal das Kind. Ihr könnt auch vorspulen, während ich mische. Ne? Wir haben die falsche Person. Und wir haben hier seine Gedanken. Das können natürlich auch ihre Gedanken sein, wenn du hier von Mann zu Frau schaust oder von Frau zu Frau. Ja, die Botschaften kommen hier gerade auch schon durch. Hier hat jemand, aber ich komme da gleich zu, weil einige spulen vor und ich habe gerade gesagt, ihr dürft vorspulen und dann kriegen die das nicht mit. Aber für die, die nicht vorgespult haben hier gerade, das muss ich direkt mal erwähnen, hier hat eine Gewissensbisse, dass irgendwas hier von seiner Seite oder von ihrer Seite, wenn du hier auf eine Frau schaust, ne, nicht richtig. Ja, also wirklich, dass es falsch war, ja, wie dieser Mensch vorgegangen ist in Bezug auf einen möglichen Neuanfang, den ihr gehabt hättet. Ja, es war eine Chance gewesen für euch und diese wurde hier total, diese Chance wurde vergeigt. Ja, also die ist von diesem Menschen hier selbst einfach zunichte gemacht worden. Dieser Mensch hat die Chance nicht ergriffen für einen Neuanfang bei euch, ja. Kommen wir gleich zu. Ich bin gespannt, was da alles durchkommen wird. Die Herzseelenebene bitte. Wir haben viel Geld gewinnen. 2 weitere bitte. Ich muss so schmunzeln, weil die Botschaften mir so zufliegen. Aber kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Wir haben hier umwerben. Das ist krass. Das ist wirklich krass, was hier gerade passiert. In den Gedanken deines Herzensmenschen, entweder bei einigen ist das bereits schon so, ja, bei anderen wird das noch passieren, hier in der nächsten Zeit. In den nächsten 4 bis 6 Monaten wird das bei so ziemlich allen Herzensmenschen hier passieren. Ja? Bei einigen ist es schon so, bei anderen wird es in den nächsten 4 bis 6 Monaten soweit sein. Gewissensbisse. Ne? Reue, das ist unglaublich. Also hier kommt jemand deswegen auch wieder zurück und wird dich umwerben. Ja? Und nicht wenig. Ja? Hier versucht jemand, dich zurückzubekommen. Die Ehestandskarte. Hier möchte jemand definitiv wieder mit dir eine Verbindung eingehen. Also eine, ja, wieder, ja, und das ist nicht. Das ist die Hauptperson. Ne? Wer ist es? Legt sich hier dazu. Ne? Es wollte hier noch eine 4. Karte rein. Die Hauptperson. Er. Wenn du jetzt hier von Mann zu Frau schaust oder von Frau zu Frau, ist das natürlich sie. Ne? Aber hier, die meisten schauen auf den Mann. Und hier haben wir halt ihn liegen. Ne? Und das ist sehr, 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 sehr interessant. Boah, das sind ja echt heftige Energien. Die nächsten Schritte bitte. Das, was wir noch zusätzlich erfahren dürfen. Wir haben die gute Dame. Aha. Auch interessant. Botschaft kommt durch. Wir kommen gleich zu. Wir haben die Hauptperson, das bist du. Auch wenn du hier jetzt hier ein Mann bist, dann bist das auch du. Dann trägst du halt hier jetzt ein Kleid ausnahmsweise mal, ja.
Und ich habe eine weitere, eine letzte. Vielen Dank. Und wir haben den Todesfall. Das gibt's ja nicht. Das ist ja ein Ding, Leute. Also, die meisten, die zuschauen, werden eine Frau sein. Ja, die meisten, die hier zuschauen. Ich kriege hier unten nämlich wieder ganz stark die Herrscherin-Energie durch. Ja, kommen wir gleich zu, wenn wir hier beim Todesfall angekommen sind. Wenn du hier ein Mann bist, der zuschaut, dann bist du der Herrscher, okay? So, was sehe ich hier? Wie gesagt, hier ist es, als hätte die Spiegelung, also das, die Korrespondenz der guten Dame und das kleine Kind hier bestätigen nochmal diese Energie, die ich hier durchbekomme. Es war wie ein Geschenk von euch von oben. Hier hat es jemand gut gemeint. Ja? Hier hat es das Leben gut gemeint mit euch und hat euch hier eine Chance geschenkt für einen Neubeginn. Ja? Ich spüre aber auch, dass es so ein Neubeginn ist, wo so eine Energie drin ist. Es wäre jetzt auch gut, diese Chance mal wahrzunehmen, weil es könnte die letzte sein. Ja, es könnte die letzte sein. Vielleicht ist es, weil wir hier nicht das Lenormand haben und hier nicht das Kind liegt, sondern das kleine Kind. Und ich nehme das kleine Kind wirklich als eine kleine Chance wahr. Es ist eine Chance, aber es war so dieses so, aber auch die letzte. Ja, eine größere Chance gibt es jetzt nicht mehr. Entweder ihr nehmt es jetzt wahr und schafft es oder es wird schwierig. Hier ist irgendwas dann gewesen und passiert zwischen euch, was dazu geführt hat, dass dieser Mensch irgendwie ein falsches Verhalten an den Tag gelegt hat. Und dieses Verhalten hat dich entweder enttäuscht, hat dazu geführt, dass du in den Rückzug gegangen bist, oder dieser Mensch ist in den Rückzug gegangen, dadurch, dass er oder sie einfach falsch gehandelt hat. Es wäre nicht der Zeitpunkt gewesen, bei diesem Geschenk eines Neuanfangs so derart in den Rückzug zu gehen. Ist aber passiert. Also, man kann dir sagen, eine falsche Abbiegung genommen. Ja? So. Und die Gedanken dieses Menschen sind also jetzt, wie gesagt, hierbei, in Bezug auf diesen Neubeginn, den ihr hättet haben können. Was habe ich falsch gemacht? Ich dusel, ne? Was hätte ich hier anders machen sollen? Dieser Mensch denkt entweder schon sehr, sehr viel an dich, an euch, an diese Situation, an diese vergangene, ja, wo man die Chance gehabt hätte, die aber nicht ergriffen hat. Oder dieser Mann oder diese Frau wird in den nächsten 4, bei anderen werden es 5, 6 Monate sein, das ist so das, was ich durchbekomme, maximal, ja, sich wirklich hier, ins Bein beißt oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, vor lauter Wut so ein bisschen auch auf sich selbst, ne? Warum habe ich diese Chance nicht ergriffen? Denn wie gesagt, ich bekomme euch hier, meine Güte, Andrea, heute hast du aber viele Sprachfehler, ne? Ich bekomme euch hier in einer sehr schönen Herrscherenergie rein, ja? Das bedeutet, du weißt um deinen Wert und kommst da immer mehr hin, in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe, lässt hier nicht mehr alles mit dir machen. Hast du vielleicht bislang, dann war das hier wirklich hier so für dich, ein Impuls, komm in deine Selbstliebe, ab jetzt in deinen Selbstwert, setze gesunde Grenzen. Und dieser Mensch wird dann merken oder hat schon gemerkt, ihr seid ja ganz viele, bei einigen ist das passiert, bei einigen passiert es gerade, bei allen anderen wird es passieren, dass du dadurch, dass du hier in die Selbstliebe kommst, Self-Love, ja, dieser Mensch hier merken wird, verdammt, da geht ja jemand tatsächlich ihren oder seinen Weg. Und das ganz ohne mich. Und du entziehst also jetzt diesen Menschen so wunderbar deine Energie wieder, ja, weil deine Energie gehört zu dir und hast deine ganze Energie wieder ganz bei dir, was dazu führt, dass dieser Mensch hier in die Verlustangst gekommen ist, in die Verlustangst kommen wird in den nächsten Monaten. Denn dieser Mensch weiß, wenn er hier jetzt nicht aufpasst mit dem Fehler,
den er oder sie gemacht hat hier. Ja? In Bezug auf das Geschenk, was euch gegeben wurde, eines Neubeginns, kann dich hier verloren haben oder wird dich verlieren, wenn er oder sie hier nicht mal einen Zahn zulegt und dich hier mal ordentlich umwirbt. Anstatt, dass du diejenige bist oder derjenige, der hier die ganze Zeit sich ein Bein ausreißen muss, ja, um in irgendeiner Form hier mal das Ganze in Bewegung zu bringen. Nein, du bist jetzt die oder derjenige, die oder der sagt, ich weiß um meinen Wert, ich gehe jetzt meinen Weg. Dieser Mensch wird nicht nur wenig dich umwerben, ne, und versuchen hier in irgendeiner Form dich zurückzubekommen, denn wir haben das viel Geld gewinnen. Dieser Mensch erkennt, wie gesagt, ihr seid viele, hat erkannt, erkennt oder wird erkennen deinen Wert, wie wertvoll du bist, ja, viel Geld, du bist viel wert, du bist wertvoll und wird hier alles in Bewegung setzen, um hier mit dir wieder vereint sein zu können. Und dann kommt dieser Mensch auch beständig daher, denn dann plötzlich weiß dieser Mensch, ups, ne, wie sagt man so schön, man weiß erst, was man hatte, wenn es weg ist. Nur das checkte er oder sie hier nicht, ne? Aber jetzt, das Gras wächst woanders gar nicht grüner. Ups, dachte ich, ist aber gar nicht so, verdammt, und jetzt, ne? Gibt es da noch eine Chance, ne? Also hier dein Herzensmensch, ganz klar, möchte das, schaut darauf, ist das, was er oder sie erneut möchte, und die Gedanken hier, die drehen sich hier immer wieder um dich, ja? Die gute Dame, deswegen musste ich eben schmunzeln, ja, ist eine tatsächlich weibliche Person. Ich bekomme das bei allen als weibliche Person rein. Ja? Eine weibliche Person, die diesem Menschen hier in der Vergangenheit oft genug gesagt hat, du hast da jemanden in deinem Leben, ne? Die es gut mit dir meint. Oder, ne? Wenn du jetzt von Mann schaust auf Frau oder von Frau auf Frau, ne? Eine Person, ja, also eine Person, die es gut mit dir meint, und das bist du, ja, das bist du, du, die oder der mir zuschaut. Und diese Person hier ist jemand, das kann eine Cousine sein, deines Herzensmenschen, das kann eine Schwester sein, das kann die Mutter sein, ja, das kann die Großmutter sein, das kann eine Freundin sein. Hat hier immer gesagt, und das hat dieser Mensch im Gedanken, hier in der Diagonale. Und darüber denkt dieser Mensch nach in Zukunft oder bereits jetzt. Hat immer gesagt, du hast da eine ganz tolle Person an deiner Seite. Eine ganz liebevolle Person, eine Person, die hier die oder der Richtige sein könnte. Ja? Also bleib dran, mach keine Fehler. Aber dieser Mensch hat das nicht verstanden. Jedenfalls bis dato nicht, ne? Und da bist du und neben dir liegt der Todesfall. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, in der Diagonale liegt das Kind nach oben. Wenn dieser Mensch dich jetzt umwirbt, jetzt aufwacht und deinen Wert jetzt erkennt, den du hast, in dem du bist, denn du weißt ja, du kommst jetzt in die Selbstliebe, dann geht hier etwas zu Ende, was bei euch wirklich wie ein sich im Kreis drehen nur war, ja, und kann mit der Energie des Neuanfangs was Wunderschönes für euch bringen. Kapiert dieser Mensch das nicht, schaust du in den Todesfall rein und weißt für dich ganz klar, ich schließe dann damit ab. In der Diagonale nach oben liegt dein Herzensmensch. Du weißt, entweder erkennt hier dieser Mensch meinen Wert und hört auf, mit mir hier falsche Spielchen zu spielen, denn in der Korrespondenz liegt die falsche Person mit dir, ja. Falsche Spielchen können alles Mögliche sein. Das muss ja nicht gleich was Gravierendes sein, ne? Das kann zum Beispiel so etwas sein wie immer wieder etwas versprechen und nicht einhalten, ne?
oder ja, mit dir einfach in einer unguten Art und Weise zu reden. Ne? Es ist nicht richtig, so mit dir zu reden, ne? Denn du bist wertvoll, du hast es nicht verdient, dass man mit dir so redet, ne? Und das ist etwas Falsches, was dieser Mensch also dir antut. Ne? Also denk dir deine Situation rein, ja? Und du hast hier wirklich die Faxen dicke. Und sagst, entweder dieser Mensch umwirbt mich und möchte, hier in der Diagonale hast du das ja auch in deinen Gedanken, wirklich vieles mit mir, ja, also vieles, wir haben das viel Geld und wir haben die Ehestandskarte hier, was Festes, oder dieser Mensch kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Denn du bist hier, und das habe ich eben gemeint, in der Herrscherin-Energie. Und dieser Mensch weiß, hier war in der Vergangenheit, denn die Karte liegt ja in der Vergangenheit hier, eine Person, eine weibliche, die oft genug gesagt hat, pass auf, wie du dich verhältst. Ja, das könnte der richtige Mensch sein. Es ist ein liebevoller Mensch. Das könnte hier die oder der Richtige sein für dich. Und das alles wird dieser Mensch hier bereuen. Hat dann Gewissensbisse, auch hier und da schlechtes Gewissen, ne? Wie er oder sie dich behandelt hat. Und du bist hier in der Herrscherin-Energie. Ja? Wow, ich schau mal, ob wir hier jetzt noch irgendwas brauchen, weil irgendwie ist hier wie alles gesagt. Ja, tatsächlich, ja, es ist alles gesagt. Du entscheidest, wenn dieser Mensch wiederkommt, ob du ihn oder sie überhaupt noch willst. Ja? Wenn dieser Mensch wird aufwachen, ja. Und dann könnte es zu spät sein. Ne? Vielleicht sagst du nein. Hier mit dem Todesfall, für mich ist es endgültig vorbei. Ne? Vielleicht sagst du hier in der Diagonale zu dem Kind, mittlerweile umwirbt mich ja jemand anderes. Ja, und hat mein Herz gewonnen. Und mit dieser Person möchte ich einen Neubeginn. Ja, also von daher sehr, sehr interessante Energien. Wir schauen mal mit dem Seelengeflüster-Orakelkartendeck drauf. Dieses Kartendeck habe ich ins Leben gerufen. Wenn es dir gefällt, du findest die Infos unter diesem Video in der Infobox, wo du das erwerben kannst in meinem Shop. Und wir schauen jetzt, was dieser Mensch dir noch mitteilen möchte. Hindernisse. Möchte noch eine weitere Karte raus. Nein. Okay, die Hindernisse. Hindernisse liegen zwischen euch, denn, so sieht die Karte aus, äußere Umstände oder andere Menschen erschweren es uns, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Ob wir es dennoch schaffen können, noch ist nicht alles verloren. Also man sieht, dieser Mensch hat euch noch nicht ganz aufgegeben im Herzen. Und selbst wenn, wird dieser Mensch hier dieses ja, böse Erwachen haben, ne, wenn es dann schon fast zu spät ist. Denn wie gesagt, das Leben hat hier euch eine noch mal kleine Chance gegeben, ne? Und diese Chance hat dieser Mensch nicht wahrgenommen, ne? Weil hier ne, äußere Umstände oder andere Menschen, egal wer diese anderen Menschen sind, schau für dich, es ist deine ganz individuelle Situation, in der du drin bist, sind andere Menschen, weiß ich nicht, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, die sich immer eingemischt haben, ja, die diesen Menschen manipuliert haben, oder sind das noch feste Partner, ja, weiß ich nicht, Ehefrau, Ehemann, ne, die das einfach erschweren, ne? Äußere Umstände, was könnten die äußeren Umstände in deinem Fall sein, ne, die es euch erschweren, jedenfalls sind hier Hindernisse und ob ihr schaffen könnt, noch ist nicht alles verloren, ne, und die Betonung liegt auf, noch ist nicht alles verloren, ne, und du wirst für dich hier entscheiden und schauen, möchtest du es dann, ja oder nein, ne? Ja, da muss ich echt mal gucken, wie ich hier dieses Video nenne, weil es sind ja so viele Botschaften, ne? Es sind so diese Gewissensbisse, diese Reue darüber, ne? Wie sich dieser Mensch dir gegenüber verhalten hat, beziehungsweise nicht die Chance wahrgenommen hat, ne? Zeitgleich möchte dieser Mensch dich hier umwerben, entweder derzeit oder es wird noch passieren, ne? Und möchte diese Chance mit dir. Und ja, die Frage ist aber, ob du noch willst. Ich gucke mal, wie ich das verpacke und dann als Überschrift für euch festhalte. Ja, von Doreen Virtue, das Engel der Liebe Orakelkartendeck. Da schauen wir doch jetzt mal, was denn hier zu euch möchte. Welche Botschaft? Liebe Engel der Liebe, Erzengel Chamuel. Mindestens eine, bitte, eine Botschaft für
dafür, meine lieben Abonnenten, für meine lieben Zuschauer. Was? Upsala. Okay. Vertrauen. Schön. Vertrauen. Wir können gleich auch nochmal auf die Unterseite des Kartendecks gucken. Wir schauen uns erstmal die Karte an. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Genau, so. Und zwar so lange, wie du fühlst, dass es sich richtig anfühlt. Ja? Hier, ja, bekomme ich so durch, du musst gerade gar nicht viel machen. Ja, hier, Amor, ne? Die wunderbare, lichte, geistige Welt, Schöpfung, das Universum, das Leben, wird schon machen. Ne? Denkt an meine Story, ne? Ich habe mein Leben auch weitergelebt, ich bin weitergegangen. Ja, im Herzen war mein derzeitiger Partner irgendwo immer im Laufe der Jahre. Ne? Man hat diesen Menschen ja mal geliebt. Ne? Ich denke nicht, dass wenn man jemanden wirklich wahrhaftig geliebt hat, dieser Mensch jemals auszulöschen ist aus dem Herzen. Und man wird auch niemals diesem Menschen gegenüber Wut, Hass oder Groll empfinden. Ne? Vielleicht Enttäuschung oder so, aber keine unguten Gefühle. Ne? Und hier darfst du im Vertrauen sein, ne? Dass das Leben hier sich kümmert um diese Situation. Ne? Gehe weiter deinen Weg, kümmere dich um dich. Damit zeigst du ja auch nochmal ganz klar dem Universum, ich habe Vertrauen. Ich muss hier nicht krampfhaft festhalten, ich muss nicht jeden Tag weinen, ich muss mich nicht kaputt machen. Nein, ich bin im Vertrauen. Denn ich weiß, das, was zu mir gehört, wird früher oder später den Weg wieder in mein Leben finden. Ja? Sei im Vertrauen. Ja? Es sieht hier gut aus. Es ist noch nicht alles verloren. Ja? Es ist dann eher verloren, wenn du es verlieren möchtest. Ja? So sehe ich das hier. Wenn du sagst, du willst das gar nicht mehr. Du hast einfach hier die Nase voll von dem Ganzen. Ja? Genau, achso, auf die Unterseite wollten wir gucken. Genau. So, auf die Unterseite. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken, Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Also erneut, ne? Hier wirklich fleißig manifestieren, positiv denken. Wie gesagt, lasst euch nicht reinreden, ne? Von Menschen, die es besser wissen als ihr, weil du weißt ja, was du fühlst. Du weißt ja, warum du auf diesen Menschen wartest, ohne in der Warteschleife zu bleiben, ne? Du weißt um eure Geschichte. Und jede Geschichte von jedem Einzelnen von euch ist so besonders, ist so einzigartig und andere müssen das nicht verstehen. Ne? Was so zwei Menschen verbindet, das müssen Dritte nicht unbedingt immer verstehen. Ne? Wichtig ist, dass du für dich klar hast, was du möchtest. So, so schön, wow. Also ich kann es nicht fassen, aber es ist so, dass wirklich keine weiteren Botschaften, also weil normalerweise, ich kenne meine Readings immer selber nur so lang, ne? Die gehen dann immer eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt dabei sind, aber es kommen keine weiteren Botschaften durch. Das ist das, was ihr wissen sollt und mehr braucht es hier heute nicht. Und ich freue mich sehr dann, wenn ich dann nächste Woche wieder für euch auslege. Denkt daran, auf meiner Webseite zu schauen. Ihr findet alle Infos zu dem Seminar Wecke deine Medialität unter diesem Video. Ich habe jetzt keinen Aufruf mehr gemacht, weil ich hatte einen oder zwei Aufrufe gemacht. Und das Seminar ist jetzt am Samstag und am Sonntag. Und wollte jetzt einfach nebenher erwähnen, wenn du mit dabei sein möchtest, kannst du dich heute noch anmelden dafür. Heute ist Donnerstag, im Laufe des ganzen Tages bis in die Nacht hinein, denn ich würde dann morgen früh am Freitag dir die Unterlagen zuschicken per Express, sodass du die am Samstag hast. Wenn du mit dabei sein magst, wie gesagt, alle Infos zu diesem wunderbaren Seminar findest du unter diesem Video in der Infobox. Ne? Was ich dir dazu gerne sagen möchte, ist, dass du deine Hellsinne trainierst, dass du lernst, mit Engeln und geistigen Mentoren zu kommunizieren, das als Reading weiterzugeben an einen Gegenüber und dass du auch lernst, ein Reading zu machen, ganz ohne Karten zu benötigen, dich nämlich mit der Seele, mit dem höheren Selbst zu verbinden, des Menschen, ja, oder des Tieres zum Beispiel oder des Ortes, der Situation, dich da einfach verbindest mit der Energie. Und es ist ein ganz, ganz tolles Seminar, wo du danach wirklich, wenn du rausgehst, sagst, wow, ne, ich bin so viel mehr mit mir selbst verbunden und wirklich mit allem, was ist, und kannst Readings machen, und das ist ganz, ganz toll, ne?
Und auf diesem Seminar kann man, wenn man mag, in Zukunft dann noch ein Tagesseminar drauf aufbauen, mediales Kartenlegen. Und ich freue mich, wenn du mit dabei sein magst. Wie gesagt, du hast noch Zeit, dich anzumelden bis Freitag ganz früh theoretisch, weil ich dann noch zur Post flitzen kann und dir die Unterlagen zusenden kann. Ne? Dafür brauche ich natürlich bei der Anmeldung eine E-Mail, wo du sagst, du möchtest dabei sein mit deiner Anschrift. Und dann schicke ich dir die Unterlagen zu. Ihr Lieben, wir sind angekommen am Ende dieses wunderbaren Readings und ja, ich freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video, auf einen Daumen hoch, wenn dir das Reading gefallen hat und alles, alles Liebe euch. Von Herz zu Herz lasse ich euch nur alles, alles, alles erdenklich Gute da, ganz viel schöne Energie, ganz viel Liebe und sage bis ganz bald, eure Andrea. Tschüss, ihr Lieben, tschüss.